Ja, wieder Straßensperre, ne? Kein Problem. Ist hier aber echt nice. Disco 100 Pogo Minecraft Let's Plays. Ja, und hallo Leute, und so sehen wir uns mal wieder mit einem neuen Part. Let's Play Need for Speed Carbon. Diesmal Teil 3 oder Part 3 und ja, lange nicht mehr gespielt. Was heißt lange? Vor ein paar Monaten haben wir oder habe ich Teil 2 gemacht, aber ich hatte mal wieder Bock, dieses wunderschöne Spiel zu spielen und ist sehr geil, obwohl es schon sehr alt ist, auch von 2006, aber ist trotzdem noch ein geiles Spiel. Und ich würde mal sagen, wir machen erstmal zum ein bisschen Aufwärmen, machen wir erstmal eine Verfolgungsjagd, Herausforderungsserie. Nehmen wir doch mal das Automatik. Ich nehme immer Automatik. Irgendwann werde ich auch mal manuell nehmen, weil Automatik, da schaltet er halt automatisch um. Und bei manuell, da weiß ich noch nicht ganz die Tasten und. Okay. Die dürfen mich nicht erwischen. Und Nitro. Na, kleine Abkürzung hier mal durchnehmen. Oh. Scheiße. Komm, 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 komm. Oh, Mann, wann kommt er endlich mal auf Touren? So, das Umfahren. Dadurch werden sie erstmal auch ein bisschen aufgehalten. Ah. Ich habe ja seit dem ersten Mal, vor kurzem habe ich gerade die Grafikauflösung hochgeschraubt, weil jetzt ist die Grafik auch ein bisschen besser. Ich habe die Auflösung mal ein bisschen hochgeschraubt, dann sieht das einfach ein bisschen besser aus. Oh. Oh, Scheiße. Ich versuche auch, mein Auto immer aufzutunen. Ich habe nämlich, glaube ich, den Motor habe ich vor kurzem gerade aufgetunt. Nitro-Einspritzung kann man ja immer noch später machen. Okay. Ich bin denen ein bisschen voraus, aber die sind immer noch hinter mir, also ich bin nicht in Sicherheit. Ja. Ja, Flucht. Ah, Scheiße. Da ist schon wieder einer. Oh! Der sieht mich, glaube ich, nicht. Na, ich überhole den einfach. So. Da ist eine Straßensperre, das sehe ich schon. Die umfahre ich einfach. Oh, Scheiße. Ich wollte an der Seite durchfahren, aber dann bin ich irgendwie doch an das Auto geknallt. Aber ich bin ja trotzdem entkommen, also. So. Oh, das kommt davon, wenn
Wenn man im Gegenverkehr fährt. Okay, ich glaube, einer ist nur hinter mir her. Okay, jetzt ist Alarmstufe 3. Das wird jetzt schon hart zu entkommen. So, hopp, schnell hier weg. Den können wir umfahren. Und schnell weiter. Der ist da zerstört, so, aber da sind sie auch schon wieder. Komm, das schaffe ich. Ja, wieder Straßensperre, ne? Kein Problem. Wow. Okay, Flucht, die. Aber ich komme einem Polizeiwagen entgegen, also ja. Ja, der sagt, er flüchtet. Was sollte ich denn sonst machen? Hier anhalten oder was? Damit sie mich packen? Also echt. So, wieder umfahren. Oder durchfahren. Wow, das war ein Stunt. Oh, einer ist hinter mir her und wieder eine Straßensperre. Elegant umfahren, ja. Oh, nerv mich nicht mit deiner Straßensperre, echt. Und gleich wird es ganz extremst. Da kommen gleich kommen die Nagelbänder. Wenn, ich glaube, Alarmstufe 4 oder so. Gleich werden die Nagelbänder kommen. Wenn es ganz extrem wird, dann kommen die Nagelbänder. Straßensperre und Nagelbänder, das ist schon heftig. Oh, ich habe wieder Nitro. Oh. Scheiße. Ja, immer noch einer hinter mir. Das sehe ich schon. Ja, fahr mal da schön rein. Ja, okay, der ist neben mir. Der wird jetzt gleich wieder auf die Spur kommen. Okay, wieder hier Straßensperre. Wieder durchfahren. Oh, immer noch einer hinter mir. Ich muss ihn irgendwie abhängen. Oh. Aber die können auch so schnell wenden, dass man da gar nicht. Okay, das könnte mir helfen. So natürlich nicht. Ja, ne? Fahre ich eben hier lang. Oh. Das kann Jahre so weitergehen. Ja, das hilft mir was. Oh, schon wieder welche. Oh. Komm, schnell Nitro. Weg hier. Wow. Vor mir, hinter mir, überall. Ah, da stand nicht mal ein Auto zum Aufhalten. Manchmal sind die Straßensperren aber auch echt zu einfach.
Boah, ich muss denen doch mal entkommen. Okay, 38 Autos habe ich gerammt und 10 habe ich zerstört. Wow, what the fuck? Die Explosion war heftig. Ja, okay. Oh, wieder einer vor mir. Oh, das muss doch möglich sein. Und gleich kommen sie wieder vor mir, hinter mir. Boah, ich muss hier entkommen. Scheiße. Oh komm. Ja, okay, dadurch. Und Sprung. Wow. Okay, die haben mich verloren. Oh. Ah, jetzt hier lang. Die haben mich gleich schon wieder umzingelt. Hier, die kommen wieder von hinten. Oh, hier, jetzt schon wieder vor mir, hinter mir. Alle hinter mir her, echt. Eigentlich sollte das gar nicht so lange dauern. Aber ich muss jetzt entkommen, echt. Oh. Komm, gib Gas. Ah, komm, den Transporter. Wow. Okay, ganz ruhig. Okay, ich wurde zurückgesetzt. Aber komm. Okay, jetzt habe ich die. Ja. Der andere Wagen hat schon für mich gemacht. Hier in der Nähe, da kann ich mich dran erinnern, ist irgendwo mein Unterschlupf. Aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ja, ich hab sie erstmal. Aber vor mir da ist wieder. Ja, okay, der fährt da weiter, ich fahre hier weiter. Okay. Scheiße, da kommt wieder einer. So, jetzt schnell hier lang. Hier, da lang. Das müsste ich schaffen.
Jo, das schaffe ich auch. Leute, ich kann schon mal sagen, wir haben gewonnen. Und wow, geschafft. Okay, das war jetzt nur zum Aufwärmen so ein bisschen. Jetzt würde ich mal sagen, wir machen einfach mal Karriere. Karriere. Karriere fortsetzen. Okay, Karrierefortschritt 10%. Warte, ich guck mal unter Tune, was wir da noch auftunen können. Ich würde mal unter Leistung und dann hier, wenn ich so sage, das könnte ich ja kaufen. Hier das Straßenpaket. Serie habe ich jetzt eingebaut. Ein bisschen Geschwindigkeit habe ich mehr damit. Beschleunigung auch. Handling aber nicht. Naja, ich warte noch, weil dann habe ich nur noch 2000 und. Machen wir doch einfach mal freie Fahrt und gucken wir, was auf uns zukommt. Okay, mal gucken, ob wir hier irgendwo Gegner finden, wo wir, die wir herausfordern können. Ja, da ist ein Stern. Es könnte nach einer Herausforderung aussehen. Ah. Ja. Gucken wir doch mal. Nein, das Event habe ich aber schon absolviert. Also heißt das, weiter geht die Fahrt. Fahren wir mal einfach geradeaus. Ja. Knapp verfehlt. So. Habe ich auch schon fertig. Na egal, können wir ja trotzdem noch mal fahren. Ist ja nicht schlimm. Man kann sich ja auch immer noch verbessern. Das ist das Schöne. Okay, es lädt. Okay. Oh, ich bin Erster. War das einfach. Was ist überhaupt die Taste für diesen, für den Boss? Den kann man doch auch irgendwie Aufgaben zuteilen. Tastatur, okay. Damit spiele ich auch gerade. Speedbreaker. Steuerung rechts. Okay, gucken wir mal, ob das geht. Steuerung rechts. Nein, noch nicht. Ich glaube, dass der ist noch nicht aufgeladen. Oder nee, ich habe noch. Ja, jetzt ist er aufgeladen. Ja, jetzt macht er da oben auch was. Ja. Noch bin ich erster Platz. Jetzt bin ich zweiter. Hat mich jemand überholt? Ah!
Durch die Steuerung, da gibt es ja so viele Optionen. Oder, ja, Optionen, da gibt es ja so viele Sachen, die man da aktivieren kann irgendwie. Ganz gecheckt habe ich das auch noch nicht, aber das Nötigste weiß ich. Zum Beispiel Speed Breaker. Was das ist, weiß ich auch noch nicht. Ach, scheiße, ich hab mein Crewmitglied gerammt. Das war jetzt nicht so gut. Hat er nicht geschafft. Na komm. Okay. Zweiter Platz im Moment. Da vorne ist der, den muss ich überholen, dann habe ich ersten Platz. Komm. Ja, yeah, erster Platz, gut. Aber der ist noch immer hinter mir. Der kann noch aufholen. Komm, jetzt Nitro und... Wow. Okay. Ja, geschafft. Yeah. Okay, Geldprämie 700 Kopfgeld. Gut, weiter. Okay, jetzt ist wieder freie Fahrt. Ich würde auch mal sagen, wir fahren zu unserem Unterschlupf zurück. Wenn ich überhaupt wieder zurückfinde, die Welt hier oder die Stadt ist ja hier so riesig. Aber mein Teammitglied da, der hat gesagt, dass er zum Unterschlupf fährt, also folge ich dem mal. Der vor mir ist das. Weil wir können das nur beenden, wenn wir am Unterschlupf sind. Oder notfalls muss ich zum Unterschlupf springen. Oh. Okay, jetzt bin ich vor dem. Bah! Okay, ich glaube, ich finde nicht alleine den Unterschlupf. Folgt dem einfach jetzt mal. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber
Ich hab den noch gerade gesehen, aber. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Bullen wieder am Hals. Naja, was heißt wieder? Eben habe ich es ja extra gemacht. Also Herausforderungsserie habe ich ja da eingestellt. Oh, Mann. Nö, ich halte nicht an. Kann ich jetzt nicht einfach. Ach, zum Unterschlupf springen geht jetzt nicht. Ah, weil die Bullen hinter mir her sind. Oh mein Gott. Flucht, gut. Gut. Warte, jetzt fahre ich ganz langsam. Oh, scheiße, der erkennt mich trotzdem, wenn ich auch langsam fahre. Ah, komm. Oh, scheiße. Oh, bitte. Okay, gut. Ah, geschafft. Jetzt musste ich doch auch, ja, zum Unterschlupf springen. Ja. Kostet ja keine Points oder so. Dann speichere ich das. Okay. Das war auch schon mein Let's Play zu Need for Speed Carbon. Teil 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In nächster Zeit werden auch wieder mehr Need for Speed Let's Plays kommen. Nicht immer Minecraft, wird langsam öde. Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich sage tschüss. Bis bald, euer Disco100 Pogo. Lasst doch ein Like da für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, einfach mal. Ciao!